Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Ich weiß, ich habe in der letzten Folge angesprochen, dass ich in dieser Folge eigentlich die 5-Sterne-Insel angehen will. Werden wir auch mehr oder weniger. Werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Und ich habe mich erstmal um mein Haus gekümmert, deswegen möchte ich euch erstmal zeigen, wie jetzt mein neues Wohnzimmer/Küche aussieht. Und zwar so, Leute, guck, hier ist ein tolles Willkommensschild. Die Musik gefällt mir richtig gut mit diesem Boden und der Tapete. Und ja, ich habe jetzt hier quasi so einen Esstisch einfach auf der rechten Seite, wo zwei Leute essen können, theoretisch, wenn man dann durchgehen könnte. Kann man aber nicht, also praktisch kann hier leider nur einer essen, aber theoretisch zwei. Und hier dann halt noch so eine kleine Küche, wo man alles Mögliche angrabbeln kann. Ja! Finde ich witzig, nervt aber, deswegen mache ich immer wieder alles aus. Und ja, ich finde das so auf jeden Fall hübscher, als es vorher war. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt noch wisst, wie es vorher aussah, aber ja. Jetzt ist das nicht nur so alles einmal an die Wand oder sowas rangeklatscht und in der Mitte steht halt was, sondern es ist ein bisschen mehr Struktur drin. Die kann man übrigens auch noch an- und ausmachen, finde ich ganz schön. Und man kommt trotzdem noch in die anderen Räume ganz leicht rein. Hier noch ein kleiner Bonsai-Shelf-Tisch-Dingsbums. Sorry nochmal an den Jay, dass hier dein Kirschblüten-Bonsai mit reingeflossen ist. I'm so sorry. Aber der hat jetzt trotzdem seinen Platz hier gefunden. Und ja, ich finde das soweit ganz schön. Ach stimmt, eine Sache wollte ich noch machen. Ich habe nämlich einen neuen Kühlschrank. Und den wollte ich einmal durch den Kühlschrank hier hinten ersetzen. Weil der weiße Kühlschrank finde ich nicht so geil. Ich habe hier so einen richtig noblen, schwarzen Kühlschrank gekauft. Komme ich zwar nicht ran, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck eines Kühlschranks, oder? Dass man den rankommt? Nein, nein. Ja. Finde ich ganz cool. Und ich habe mir noch für mein allerletztes Geld einen Prunk-Kimono-Stand gekauft. Der hat ganze 220.000 Sternis gekostet. Ich habe jetzt, glaube ich, nur noch so 100.000 oder sowas. Genau, hier, ich habe nur 86.000 Sternis. Mehr habe ich nicht, das sind meine restlichen Sternis. Ich bin ein armer Schlucker. Aber dafür habe ich so einen coolen Kimono-Stand. Und ich finde, der sieht recht hübsch aus. Ich weiß nur noch nicht, wo der hinkommt. Man könnte den fast hier in die Ecke stellen, wo jetzt hier das Ding ist. Na komm, wir gucken einfach mal. Dahinter habe ich auch meine Anlage versteckt, damit man die nicht sofort sieht, weil ich finde die nicht so hübsch. Den schnell wieder verdecken mit dem Prunk-Kimono-Stand. Sieht das vielleicht gut aus? Tut's nicht. Nee, nee, nee. Okay, ich mach's wieder so, wie es vorher war. Ja, aber soviel zu meinem neuen Wohnzimmer quasi, also in dem Hauptzimmer. Ich finde es ganz schön, war viel Trial and Error, aber ich bin zufrieden damit. Ansonsten habe ich mein Zimmer unten noch ein bisschen verändert, jetzt nicht so krass doll. Aber es ist halt noch ein bisschen prunkvoller geworden, weil ich den goldenen Thron gefunden habe. Und jetzt kann ich mich hier hinsetzen und meine Trophäen angucken. Yay. Keine Ahnung. Ach, und ich habe hier so, wie heißen die Dinger? Diese Samurai-Schwerter? Fuck, ich habe vergessen, wie die heißen. Die heißen Katana, genau. Die habe ich mir bei Nokazon gekauft. Haben nur 2 Nokmeilen gekostet. Ich glaube, weil es da ja auch irgendwann mal einen Bug gab, dass man ganz viele Kimonos einfach... Ich habe immer vergessen, wie die heißen. Wie heißen die? Katana. Dass man Katanas verdoppeln konnte durch einen ganz einfachen Trick, habe ich nie gemacht. Aber dadurch ist halt der Preis von den Katanas richtig krass runtergesunken. Und jetzt konnte man die quasi für 2 Nokmeilen erstehen. Fand ich ganz schön. Und sonst hier noch 2 Kronen statt jetzt die 5 Kronen, die ich hatte. Genau, das ist doch ein... Ach, und hier die Tapete habe ich auch angepasst. Das ist eine Gold-Schiebetür-Tapete, die ich tatsächlich jetzt herstellen kann. Und die ist schöner als die Tapete, die davor war. Ich weiß gar nicht, was davor da war. Und ich finde sie sogar schöner als die Gold-Tapete an sich. Die ich auch gar nicht habe, aber die ist ganz schön. Das ist auch dieselbe Tapete, die zum Beispiel Aki in ihrem Haus hat. Und Aki liebe ich halt für ihr Haus, für ihr ganzes Haus-Innendesign. Ich habe jetzt auch fast alles, was sie in ihrem Haus drin hatte, oder eher besser gesagt, Aki ist ein Mann. Könnt ihr das quasi nachbauen, aber mache ich nicht. Und dann habe ich hier noch das linke Zimmer, das ja vorher das Häschenzimmer war. Habe ich alles abgerissen. Und da ist jetzt mein neues Badezimmer geworden. Und auch hier, ich finde die Musik so schön gewählt in diesem Zimmer. Und dazu dann dieses komische Wasserspiel mit dem Bambus. Richtig schön, Leute. Ja, fragt mich nicht, warum ich hier 2 Badewannen drinne habe. Ist einfach so. 2 Prunks. Und ich habe auch keine richtige Toilette leider, deswegen muss ich hier mit dieser komischen japanischen Toilette klarkommen. Wer hat hier das Wasser angelassen? Das geht gar nicht. Aber ich finde auch hier sehr schön, vor allem im Dunkeln, ist das hier ultra die stimmungsvolle Atmosphäre. Finde ich. Jetzt ist es leider ein bisschen hell. Durch die Wände kommt hier halt auch von draußen Licht rein. Das ist auch ganz cool, dass es einfach Tapeten gibt, die lichtdurchlässig sind. Aber ich kann ja nochmal Licht... Ach, das... Guck, ist schon Licht aus. Aber ja, im Dunkeln sieht das hier noch viel geiler aus, auch mit diesen Bodenspots und so. Hat das nochmal eine ganz andere Stimmung. Aber auch mit diesem Zimmer bin ich sehr, sehr zufrieden, wie das jetzt aussieht. Und ich habe eine komische Tulpe, wo so ein komisches Prinzesschen rauskommt.
Finde ich auch ganz witzig. Aber ja, das sind die beiden neuen Zimmer, die ich eingerichtet habe. Ich bin sehr zufrieden mit denen. Egal, heute soll es um was anderes gehen. Nicht um mein Haus, weil das bringt mir keine 5-Sterne-Wertung. Leider, leider. Sondern wir wollen heute wieder ein paar Sachen umbauen. Denn meine Stadt ist wirklich hässlich, muss ich sagen. So, und als allererste Sache, die ich machen wollte, ist hier alles abzureißen. Also diesen ganzen oberen Weg, weil mir diese Läden zu nah an meinem Haus dran stehen und irgendwie wirkt das hier alles sehr gedrungen. Und ich würde, glaube ich, diesen Weg hier weiter geradeaus führen wollen. Also der hier schon ist. Und dafür muss halt zum einen der Spielplatz hier weg, weil der passt allgemein. Naja, er passt schon hier hin, aber nicht in mein Konzept meiner City so ein bisschen. Deswegen werde ich hier erstmal alles abreißen. Mit den Dingern will ich hier auch noch irgendwas machen. Bin mir aber noch nicht so ganz sicher, was. Ich habe auch noch eine andere Arcade-Maschine. Also man könnte irgendwie eine Arcade machen, was ja auch irgendwie typisch japanisch wäre. Aber muss ich mal gucken. Auf jeden Fall werden wir hier dann ganz viel Platz haben. Dann habe ich vor, dass diese beiden Läden natürlich wegkommen. Die werden trotzdem mehr oder weniger zusammenstehen, glaube ich. Aber ich möchte das hier alles hinten abreißen. Also dass diese ganze zweite Ebene eine Etage weiter runter geht, deswegen muss der Friedhof hier auch weg. Das ist sowieso nur gemacht worden für das eine Fake-Kunst-Video. Und mich nervt das immer noch, dass man Blumen nicht stacken kann. Jede einzelne Blume, selbst wenn sie die gleiche Farbe haben, wenn man sie ausgräbt, nimmt einen Platz im Inventar weg. Nintendo, was habt ihr euch dabei gedacht? Das ist doch einfach nur Schwachsinn. Bäume müssen dementsprechend auch erstmal woanders hin. Nummer 1, Nummer 2. Alle weg hier, das muss alles weg. Ich habe zwar gar keinen Platz dafür, aber irgendwo links wird schon ein Platz dafür zu finden sein. Kommen die halt erstmal hier irgendwie hin. Passen die hier alle hin? Das wäre ganz toll. Tatsache. Wow, jetzt haben wir einen kleinen Wald. Stimmt, mir fehlt auch eigentlich ein Wald in meiner City. Ich habe nirgendwo so einen richtigen Wald. Egal. So, haben wir das schon mal fertig. Löcher nochmal kurz schließen. Und dann werde ich das jetzt alles abreißen. Na denn, mal ran ans Werk. Das kann wieder ewig dauern, bis hier alles weg ist. Kann am Ende richtig kacke aussehen, weil wir dann diese Kuhle halt nicht mehr haben, wo die beiden Geschäfte drin sind. Aber ich erhoffe mir dadurch ein bisschen mehr Platz, ein bisschen sehr viel mehr Platz, wo man dann auch mehr machen kann. Aber ich habe allgemein richtig lange nichts mehr mit Terraforming gemacht, außer mal ein paar Wege gesetzt oder so. Deswegen ist das eigentlich mal wieder eine ganz nette Abwechslung, ein bisschen Terraforming zu betreiben. Weil eigentlich macht es ja auch Spaß, wenn man jetzt nicht irgendwelche Flüsse irgendwie umlenken müsste oder sowas. Gibt es überhaupt irgendjemanden, der es mochte, in diesem Spiel Flüsse umzulenken? Also mir ist niemand bewusst. Ihr könnt mir auch mal sagen, nutzt ihr sehr viel das Terraforming? Vom Jay weiß ich zum Beispiel, dass er so gar kein Terraforming betreiben möchte oder nur sehr, sehr wenig. Was ja auch legitim ist, dann bleibt die City halt sehr natürlich, so wie sie auch am Anfang war. Und ich fand meine Insel jetzt auch am Anfang gar nicht so scheiße. Aber wenn man schon so ein Terraforming an die Hand bekommt, dann muss man doch auch nutzen, oder? Also so sehe ich das zumindest. Ah, ich finde beide Ansatzweisen sehr legitim und kann ja schlussendlich auch jeder spielen, wie er will. Aber ich finde, wenn man kann, dann sollte man auch machen, oder? Wie seht ihr das, Leute? Schreibt es jetzt in die Kommentare. So, damit wäre das schon mal alles weg. Und mir ist auch gerade aufgefallen, wir sind jetzt auf derselben Ebene wie die Steine. Weil das natürlich die Grundebene ist. Das habe ich davor gar nicht bedacht gehabt. Aber ermöglicht ja vielleicht auch andere Sachen. Guck mal, wie viel Platz wir hier jetzt haben. Voll cool. Also, ich finde es jetzt schon cool. Das ist jetzt viel weitreichender. Weiter habe ich aber ehrlich gesagt noch gar nicht überlegt. Ich wollte ja einfach nur den Platz haben. Tja, also. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass ich diesen Weg hier bis ungefähr hier weiterführen werde und dann erst nach links gehe, sodass er dann mit diesem Weg hier abschließt, damit man dann hier hochgehen kann. Genau, das heißt, das hier wird dann alles wegkommen. Das kann ich ja jetzt auch schon mal machen. Das wird jetzt heute alles noch sehr, sehr behindert aussehen, bis die Geschäfte dann wirklich weg sind. Aber egal. So sehe das dann erstmal aus. Ich finde auch gar nicht so schlecht, dass die Dinger, die nach links und rechts gehen hier immer, nur zwei Teils groß sind. Dann bleibt das hier in der Mitte nämlich irgendwie die Hauptstraße, die man halt langläuft. Und kann dann immer links und rechts irgendwo hingehen. So, und dann kommt das Geschäft halt hier weg und dann geht der Weg quasi da durch und dann hier lang und dann kann man da links hochgehen. So, jetzt ist nur die Frage, wo genau will ich die Gebäude jetzt haben? Einfach nur weiter hinten und dann ein bisschen weiter auseinander auf jeden Fall oder ganz anders? Nox Laden ist halt ultra riesig, ne?
Damit könnte man noch irgendwas Spezielleres machen. Okay, ich habe mir jetzt was überlegt. Und zwar werde ich Nuxladen aller Voraussicht einfach nach hier ganz hinten packen. Hier hin. Dass es dann mein Ende von diesem Weg hier ist. Der ist jetzt noch ein bisschen zu groß. Erst hatte ich irgendwie überlegt, ob ich diesen Weg hier mache und dass dann hier auf dem Stein halt irgendwas Cooles ist und dass man dann so in die Ferne gucken kann, was ja auch ganz cool wäre, oder? Vielleicht sollte ich diesen Stein hier freilassen und der Laden kommt dann irgendwie hier rechts vielleicht hin. Ich glaube, das Einfachste wäre, wenn ich einfach mal Nuxladen, also das Baukit davon irgendwie nehme, um zu gucken, wie das wo aussieht. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so teuer und ich kann es mir leisten. Wenn das jetzt 100.000 kostet, dann bin ich am Arsch. 50.000 kostet das? Okay, das geht voll klar, Nuk. Bitteschön, 50.000 habe ich doch. 36.000 habe ich dann immer noch. Yay. Da kommt sogar der kleine Nepp an. Wie witzig ist das denn? Zufrieden mit dem Umzugsvorschlag von Dizzy? Klar doch, Dizzy findet bestimmt den besten Standort aller Zeiten für unser Geschäft. Juhu. Richtige Planwirtschaft hier. Ich bin die Regierung und ich entscheide, wo hier die Läden zu stehen haben, damit das klar ist. Und auch, wie viel ihr verkaufen dürft. Und dann geht man hier halt durch diesen Bambuswald mehr oder weniger durch. Hier könnten wir jetzt auch den Weg eigentlich noch erweitern und rechts auch wieder ein bisschen Wasser hinmachen, wenn wir Bock zu hätten. Mal gucken, was ich da noch mache. Und der Laden kommt dann... Naja. Das ist halt schon wieder schwierig. Soll er jetzt gleich hier nach oben starten oder soll er hier schon starten? Dass man dann quasi von diesem Steinweg auf diesen anderen Steinweg raufgeht. Das würde dann mehr oder weniger so aussehen. Ich finde das jetzt ein bisschen zu hell. Das kann aber auch an der tiefliegenden Sonne sein, dass das so komisch aussieht. Und wenn man jetzt hier ans Ende Nuxladen hinpackt, ich glaube, der passt jetzt gar nicht hin, weil rechts nicht genug Platz ist, aber ich probiere es mal aus. Hey. Rechts ist leider nicht genug Platz, Mama. Muss das wohl doch nochmal weg hier. Sorry, Bäume, ich dachte, ich hätte euch verschonen können, aber nope. Das Spiel will leider, dass ich euch abreiße. Es tut mir leid. Und dann das Ganze noch einmal. Jetzt passt es. Und wir könnten rechts sogar noch ein Teil wieder hinpacken, dass das ein bisschen natürlicher aussieht. Der ist doch gar nicht so schlecht. Und wenn hier jetzt tatsächlich auch der Eingang ist, wo ich stehe? Ja. Ich weiß aber noch nicht, ob das so gut ist, dass man hinten dann durchgucken kann. Dann steht das schon sehr, sehr frei, ne? Ich glaube aber, ich werde den Laden noch ein Teil weiter vorne hinpacken. Also noch ein Teil. Und hier hinten dann doch wieder zumachen. Ja, ja. Doch, ich finde das mit der Kuhle eigentlich ganz cool. Ich glaube, dann werde ich hier doch nochmal die letzte Reihe voll machen. Dann die Läden halt umsetzen, so wie ich sie haben will. Und wenn die Läden dann stehen, um die Läden rum alles mit Plateaus voll machen. Dann hat das so ein cozy Gefühl. Also so ein behagliches Gefühl, wenn man da hingeht. Weil alles so ein bisschen zugeengt ist und ja, das vermittelt halt irgendwie so ein Umarmungsgefühl, nenne ich es jetzt einfach mal. Einfach ein gutes Gefühl. Also ich finde Läden, die jetzt nicht so weiträumig sind, tatsächlich auch besser als halt Räume, die so weiträumig sind und wo dann immer irgendwelche Verkäufer ankommen und fragen, kann ich Ihnen helfen? Brauchen Sie Hilfe? Finde ich das schon besser. Guck mal, jetzt finde ich das auch schon viel besser. Jetzt ist hier einfach nur dieser eine Plateauweg hinten und schon wirkt das wieder alles sehr viel gedrungener, aber auch irgendwie schöner, mehr wohliger oder so. Also ich werde jetzt den Laden hier einfach hinpacken und irgendwas werde ich schon draus machen. Ja, ja, das passt schon. Okay, also der Laden wird dann ab morgen dastehen. Wow. Und dafür gebe ich 50.000 Sternis aus, ja? Damit er 1, 2, 3, damit er 3 Teils weiter oben und 5 Teils weiter rechts steht. Ja, geil. Dann könnten wir ja hier trotzdem schon mal wieder zumachen. Dann sieht das auch auf der rechten Seite wieder ein bisschen natürlicher aus. Hoffe ich, wenn der Laden dann auch da ist. Und dann haben wir halt dieses sogenannte cozy Gefühl. Ja, und im Endeffekt müsste man das jetzt halt noch irgendwie dekorieren, links und rechts, ne? Dass da dann irgendwas ist. Ich wollte halt eigentlich eine Handelsstraße hier machen. Dass dann hier links und rechts auch so Verkaufsstände wieder stehen. Die habe ich in der letzten Folge irgendwie für mich entdeckt. Aber ich habe jetzt natürlich nicht bedacht, dass der Nuxladen auf der linken und rechten Seite natürlich auch diese Verkaufsdinger hier hat. Also hier steht ja zu einem drauf, was heute... Oh, guck mal, Grabstein ist sogar heute doppelte Sachen wert. Das ist interessant. Und auch die Verkaufskiste. Und davor kann man halt leider nichts bauen. Also ich kann hier links und rechts jetzt keine Plateaus hinbauen. Und das erschwert jetzt mein Vorhaben gerade ein wenig. Obwohl, eventuell auch nicht. Ich darf ja wahrscheinlich nur das Teil davor nicht benutzen, ne? Also nur hier darf ich nichts hinbauen. Ja. Aber geht das dann schon ab hier? Ah, Tatsache.
Na dann baue ich hier, glaube ich, nochmal Plateaus hin. So, und das ist natürlich nur ein bisschen angedeutet, weil der Laden halt doch da steht, aber ich glaube, man sieht, in welche Richtung ich will. Und dann ist das hier hinten halt in so einer Kuhle drin. Könnt gut aussehen. So, und jetzt, ich werde jetzt noch ein paar Verkaufsstände mir basteln und hier an die Seiten stellen. Und mal gucken, wie das aussieht. So, Verkaufsstände sind gebastelt. Ich wollte sie gerade nochmal umfärben. Und dann habe ich gesehen, man kann hier noch alles Mögliche umfärben. Guck mal, man kann sogar die Reifenstapel umfärben. In was denn? Lol, man hätte die einfach bunt machen können. Nein, das wäre so viel besser gewesen für den Spielplatz, wenn sie bunt gewesen wären. Ja, jetzt ist zu spät, Reifenstapel. Tut mir leid. Aber man kann auch den Kanaldeckel einfach umdesignen. Ich habe mir halt ein paar Sachen einfach mal mitgenommen, die eventuell in diese Phase da reinpassen. Kann man das irgendwie nochmal von oben sehen? Das sieht sehr interessant aus. Was ist das? Mit Blumen und so einem Berg im Hintergrund. Lol, was kann man denn hier alles machen? Oh, das ist auch geil. Ich hab so ein Ding nämlich mit so eine geile Burg. Jeden. Und die Getränkeautomaten kann man einfach auch umdesignen. Ach, einfach nur, was da vorne drauf steht. Was steht denn da? Irgendwas mit Orange? Das passt am besten, ne? So mit Wasser. Sale. Man kann sogar ein eigenes Design raufklatschen. Was? Da kann man ja richtig cooles Zeug mitmachen. Okay, das finde ich schon wieder cool, dass man da sein eigenes Design draufklatschen kann. Okay, das mache ich fürs nächste Mal. Da werde ich mir ein eigenes Design ausdenken und das darauf ballern. Aber erstmal, ich wollte einfach nur die Verkaufsboxen umändern. Das soll halt mehr oder weniger so ein Touri-Stand sein. Jetzt bin ich gerade überlegen, ob ich da einfach so ein Sushi-Ding raufknallen soll. Weil da drauf stehen die Touris doch, oder? Oder irgendwas Schlichtes, wie solche Wolken oder so zum Beispiel. Oder doch wieder unser klassisches Meh. Meh-Verkaufsstand-Gedönsels hier. Ist das überhaupt Meh oder ist das ein Ne? Bin mir gerade nicht sicher. Also was das Hiragana da drauf ist. Aber ich glaube, ich nehme das. Und mit vollem Inventar geht's wieder zur Baustelle zurück. Apropos Baustelle, ich nehme dieses Baustellenschild einfach auch noch mit, damit jeder weiß, dass das da unten tatsächlich auch eine Baustelle ist. Nervt ein bisschen, dass die Baustelle direkt vor meinem Haus ist, aber sonst... So, wie werden wir das denn jetzt hier einrichten? Vielleicht ganz am Anfang erstmal das Baustellenschild? So, Baustelle hier. Damit mir kein Bewohner hier langläuft. Ist das klar? Ist das klar, ihr ganzen Bewohner, die hier andrängt? Gut. So. Ja gut, ich werde hier dann ein bisschen meine ganzen Items hin platzieren und dann am Ende gucken, ob das gut aussieht oder nicht. Sehen wir uns gleich wieder. Alright, also ich habe jetzt die Ladenfläche da hinten umdesignt. Hat auch überhaupt nicht lang gedauert oder so. Und es sieht jetzt folgendermaßen aus. Ich habe hier oben erstmal dieses We Are Open deine Schild hingepackt. Und habe die Seiten hier noch ein bisschen verändert, dass da auch die Steine aus der Mitte sind. Und ja, hier könnte man jetzt noch DIY-Projekte zum Beispiel rauftun, wenn man davon wieder zu viele hätte. Damit das nicht als Schmutz gilt, haben wir in der letzten Folge gelernt. Und ja, ansonsten noch ein paar Verkaufsautomaten und sowas an den Seiten. Und hier hinten ist dann halt der Laden von Nepp und Schlepp. Ganz cool. Also ich finde es ganz cozy hier, wie gesagt. Aber hier fehlt natürlich noch Musik. Jetzt ist die Frage, welche Musik passt hier rein? Ich habe mir eben schon Kaka Glückspilz angehört. Und ich finde, das passt schon sehr gut hier rein. Zum anderen vielleicht aber Bergsteigung. Einfach, naja, wegen den Namen. Und das ist ja irgendwie schon jetzt recht weit hinten. Also viel weiter hinten als vom Flughafen kann der Laden jetzt gar nicht mehr sein. Oder vielleicht KK Melodie. Finde ich eigentlich auch ganz witzig, aber ist vielleicht schon wieder ein bisschen zu doll, oder? Finde ich aber auch sehr, sehr witzig, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich bleibe bei KK Glückspilz. Ist ein sehr schönes Lied. Und das knallt uns jetzt unsere Ohrfelder weg. Ich glaube, das ist schon auf lauteste Lautstärke. Naja, lauter geht gar nicht. Nice. Employees of the Monsters sind natürlich trotzdem. Und das Ladenschild ist jetzt nach hier vorne gewandert. Ja, ich finde es auf jeden Fall cozy. Morgen ist dann der Laden hier. Bin ich gespannt, wie das aussieht, wenn der Laden jetzt wirklich da steht. Ob das mir dann immer noch gefällt oder nicht. Und dann muss ich gucken, wie es hier links weitergeht. Und vor allem, wo die Schneiderei hinkommt, weil die muss ja dann auch woanders hin. Vermutlich kommt ihr dann hier in die Ecke oder hier kommt irgendein Bewohnerhaus hin. Das kann halt auch sein. Und dieses Plateau hier rechts wird natürlich auch noch irgendwie weitergeführt. Aber da muss ich dann mal gucken, wie ich das mache. Aber das wäre es dann erstmal mit der Folge heute gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Habe euch vielleicht irgendwas beibringen können oder so. Keine Ahnung. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.